Ja, brandneu natürlich auch mit der Aira-Serie herausgekommen, die TR8. TR8 beinhaltet derzeit TR808 und TR909. Beide ja, klassischen Drum Machines vereint in einer Maschine. Natürlich auch wieder, was Aira auszeichnet, alles basierend auf der Analog Circuit Behavior Technologie, 32 bis 96 kHz. Sehr, sehr komplexe Algorithmen, die nachprogrammiert wurden. Ja, und ich denke mal, wir versuchen mal bei dem ganzen Lärm, dass hier mal ein paar Pattern starten. Und das, was es ausmacht, ist einfach, ich gehe einfach auf den Drumkit-Schalter. Ich kann zwischen 808, 909 komplett 16 Kits umschalten. Ich kann aber auch die Kombination machen, was ich bei den, natürlich bei den analogen Vorbildern nicht machen konnte. Ich kann einfach die Instrumente mischen. Ich kann im 808er Set kann ich jetzt einfach mal einen 909er Kick reindrücken. Wieder zurück auf die 808er. Was auch ganz toll ist, es gibt eine modifizierte 808er Bassdrum. Die hat ein ganz, ganz langes Decay. Das ging noch nicht mal mit der Originalmaschine. Die Original wäre wesentlich kürzer. Ja, alles im direkten Zugriff. Das User-Interface spart sich jeglichen großen Displays. Alles praktisch on the fly. Wenn ich ein paar Beats programmieren will, Pattern wechseln, ganz einfach, Pattern Select Schalter, nächste Pattern anwählen. Jedes Pattern ist dann praktisch in zwei Varianten da, A und B. Das kann ich on the fly umschalten, ich kann das relativ einfach bestimmen. Ja, in Kombination natürlich auch mit TB. Wir haben analogen External In Eingang. Und hier kann ich mir praktisch einfach mal die Sounds der TB3 drauflegen. Sollte dann natürlich auch stilistisch passen und kann es eben auch hier noch sidechain. Und sidechain geht relativ einfach. Ich kann letztendlich verschiedensten Algorithmen mir nehmen. Ich lege die Steps, wann irgendwas passieren soll, einfach hier auf die Taster. Hier auf Instrument und kann auch noch die verschiedensten Algorithmen anwählen. Das Sidechaining gefällt, durch welchen Algorithmus es gedacht wird oder wie auch immer. Ja, das Ganze relativ einfach. Super tolles Feature, was alle Aira-Produkte hier verbindet, ist natürlich auch die neue Scatter-Funktion. Wir nehmen mal ein frisches Pattern. Bass geht mit rein. Scatter bedeutet, dass das Audiosignal in Echtzeit zerschnitten wird, neu aneinander sortiert wird, angereiht wird oder auch, dass Pitch-Informationen mit der neuen Aneinanderkettung eben passieren. Und das kann man ganz einfach wählen, indem man einfach letztendlich den Scatter-Algorithmus vorwählt. Die Tiefe, wie stark dieser Effekt greifen soll, definiert man auch über das Rad und dann einfach anschalten. Es geht natürlich auch ohne aufs Gerät schlagen und ich kann noch mal ein paar andere Algorithmen hier auswählen. Und egal wie lange ich jetzt im Scatter-Modus bleibe, die Maschinen laufen nicht aus dem Beat. Wenn ich sie aktiviere, ich bin wieder genau in meiner Metrik drin. Ja, so viel dazu. Was in der Maschine schon integriert ist, wie gesagt 808, 909. Und wenn man sich das mal anschaut, wir hoffen ja, dass wir auch noch genug freie Speicherplätze demnächst noch mit anderen Sounds auffüllen können. Es bleibt spannend. Das ist auch geplant, ja? Ja, also 606, 727. Ja, es gibt nach wie vor ganz, ganz viele Zurufe, 606, 707 und oder vielleicht futuristische Sounds. Wir sind in der Diskussion mit den Entwicklern, mit Japan und wollen mal die Daumen drücken, dass da noch einiges mehr implementiert wird. Ja, da kann man ja froh sein, dass noch ein paar Tasten übrig sind. Wie sieht das denn hinten anschlusstechnisch aus? Ja, natürlich haben wir im Jahre 2014 ein anderes Anschlusspanel. Wir haben zwei Pärchen, einmal ein Main-Out, einmal ein B-Out. Das kann ich auch individuell routen, genau wie ich das Panning routen kann. Und ein External Input. Parallel natürlich die klassische MIDI-DIN-In- und Out-Buchse und ein USB-Interface. Und das Schöne ist dann letztendlich,
analog zu den Maschinen wie eine 808 ja die analogen Ausgänge hatte, haben wir hier die Möglichkeit, über USB die einzelnen Instrumente als auch den External In auf eine DAW zu schicken. Das heißt, ich kann in der DAW meine ganzen einzelnen Instrumente als einen einzelnen Track runtermischen. Und das Ganze ist natürlich dann eben, je nachdem, ob ich jetzt ein AU oder ein ASIO-Interface einbinde, je nach Rechner natürlich, sehr, sehr komfortabel, gerade beim Produzieren. Also über den USB-Anschluss können dann die einzelnen Instrumente raus? Per USB kriege ich dann eben Bassdrum auf dem einzelnen Kanal, Snare-Drum, die ganzen Toms. Und das kommt als ein einzelner Track in der, in der DAW an. Und ich erspare mir dann eben das lästige Wandeln von analog auf digital, beziehungsweise auch vom Prozedere wäre es ja immer dieses Ping-Pong aufnehmen. Ich kann das alles in einem Rutsch sozusagen überspielen und kann es natürlich auch über das, eine DAW ansteuern, dass ich dann letztendlich auch die Pattern ansteuere und das Audiosignal dann sozusagen im Rechner als ein eingehendes Audiosignal aufnehme, freeze und da weiter bearbeite, mit weiteren Plugins versehe. Also super einfach, aber sehr flexibel. Ja, wie sieht es denn mit der Verfügbarkeit und der Preislichkeit dieser Produkte aus? Ja, da müssen wir sozusagen mit zwei Rutschen arbeiten. Das heißt, im ersten Block haben wir schon TR8, TB3 und VT3 verfügbar. Preise liegen bei der VT3 bei 199 Euro, TB3 299 Euro und letztendlich die TR8 bei 499. Ja, System One, dann im zweiten Block ab, könnte man sagen, Juni verfügbar. Da liegen wir bei 599 und mit dem System One ist es dann eben so, dass man natürlich noch ein freies Plug-Out mit dazu hält, in dem Falle das SA101. Und wir werden natürlich nicht am Anfang so große Stückzahlen haben, aber ich glaube, im Laufe des Jahres wird sich die Situation relativ entspannen. Alles klar. Ja, sobald sie im Laden sind, sind sie bei uns natürlich auch direkt antestbereit. Vielen Dank, Michael. Gerne.